Mein Name ist Barbara Klein, staatlich geprüfte Sportphysiotherapeutin seit 40 Jahren. Ich erkläre dir heute die Wunderwaffe Apfelessig. Apfelessig steht für schönere Haut, verbesserte Verdauung und die Gewichtsabnahme. Ich erkläre mal ganz kurz, warum. Eine verbesserte Säure-Basen-Balance zum Beispiel veranlasst den Körper dazu, dass Gewicht losgelassen wird, dass wir im Einklang sind in jeder unserer Zellen. Apfelessig ist massiv basenbildend. Du darfst dann also auch wieder mal Alkohol trinken, Zucker essen oder vielleicht auch mal einen faulen Tag einwerfen. Apfelessig unterstützt die Verdauung, das heißt die Darmperistaltik wird angeregt. Ein riesengroßer Vorteil gerade beim Gewichtsmanagement, Apfelessig stabilisiert den sogenannten Blutzuckerspiegel. In dem Fall entsteht kein Heißhunger, das heißt die Kohlenhydrate werden erst gar nicht komplett verstoffwechselt. Apfelessig sorgt dadurch auch für eine schönere Haut, für mehr Vitalität. Apfelessig hat also von vornherein fast nur Vorteile. Apfelessig in der Flasche, egal ob bio oder nicht, ist allerdings fast nicht zu trinken und hat auch eine recht aggressive Säure. Meiner nicht. Meiner hat 40 Getränke, ob in 500 oder 700 Milliliter, ein richtig schöner großer Krug. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Vorteil. Wenn wir nämlich zuckerfrei, basenbildend Apfelessig trinken, trinken wir auch genug. Das heißt, eure Haut wird hydratisiert, eure Knorpel bekommt Flüssigkeit. Wir fühlen uns einfach wohler in der Haut. Und mein Lieblingsargument on top ist, ihr braucht nicht 40 Glasflaschen zu schleppen, zu entsorgen. Plastik, hoffe ich doch mal, nehmen wir sowieso nicht. Idealerweise, wer mit meinem Apple Vinegar abnehmen möchte, trinkt das erste Glas schon mal gleich am Morgen. Wir verlieren nämlich in der Nacht bis zu einem Liter Flüssigkeit und wollen da die Verdauung doch gleich mal so ein bisschen pushen. Gerne ein weiteres Glas, so eine halbe Stunde vor kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Vor den Nudeln, vor dem Brot, vor dem Sandwich, vor der Butterbrezen und super gerne auch parallel zum Sport. Ihr dürft bis zu 3 Brausetabletten am Tag trinken. Eine empfehle ich aber auf alle Fälle. Um abzunehmen, empfehle ich es direkt vor den kohlenhydratreichen Mahlzeiten, denn dann wird der Zucker gar nicht komplett verstoffwechselt. Das heißt, wir haben einen stabileren Blutzuckerspiegel, wir sind schneller satt und wir sind länger satt. Hier ist echter Apfelessig drin. Natürlich gäbe es auch die Alternative, den echten Apfelessig. Nur nebst Geruch und Geschmack geht es hier tatsächlich auch um die Säure, die recht aggressiv gegenüber dem Zahnschmelz sein kann. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem wird es hier wirklich sehr schwer, morgens gleich einen Liter davon zu trinken. Natürlich nicht einen ganzen Liter pur, sondern verdünnt, was aber am Geschmack auch nicht arg viel ändert. Hier ist es Genuss. Wenn ihr noch Fragen habt rund um das Thema Gesundheit, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich riesig, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hier Shopping entertains.